In der japanischen Folklore gibt es zwei Mythen, welche den Mond und den Hasen behandeln. Im ersten Mythos gibt es einen Hasen auf dem Mond, welcher Mochi haut. Dies ist eine Anlehnung an Carrot und Karatakuri. Carrot war der erste Ming, welcher Sulong performt hat, zumindest der erste, den wir gesehen haben. Zur selben Zeit verprügelte Ruffy Katakuri. Der zweite Mythos ist weiter verbreitet als der erste. Diese erklärt, wieso der Hase überhaupt auf dem Mond ist. Es gab einen Fuchs, einen Affen und einen Hasen, welche etwas Gutes tun wollten. Sie trafen einen alten Mann, der hungerte. Der Fuchs und der Affe jagten eine Menge zu essen. Der Hase brachte nur Gras mit, weil er eben nicht so stark war. Daraufhin entschied der Hase, sich ins Feuer zu schmeißen, damit der alte Mann ihn essen konnte. Doch das Feuer verbrannte den Hasen nicht. Es stellte sich heraus, dass der alte Mann ein Gott war, welcher so gerührt von der Opferbereitschaft des Hasens war, dass er sich entschied, dem Hasen eine Belohnung zu geben, statt dem Fuchs oder dem Affen. Und so wurde ein Bild des Hasens für immer auf dem Mond graviert. Dieser zweite Mythos erhält schon einige Parallelen zum Wano Kuni Arc. Der Fuchs, welcher Kinemon darstellt, der Affe, welcher Ruffy ist und auch der Hase, bei dem es sich um Carrot handelt. Wano Kuni hungert und der Mond spielt sowohl bei Toki eine wichtige Rolle als auch beim Kozuki Clan, welche übersetzt Mondlicht Clan heißen. Man könnte das Ganze auch so deuten, dass dieser Sprung ins Feuer schon bei Petro zu sehen war, welcher sich selbst in einer Feuerexplosion opferte und Carrot möchte nun Petros letzten Wunsch erfüllen und den Strohhüten helfen. Gut möglich, dass sowohl Kinemon als auch Ruffy, welche sich anstrengen, Wano zu retten, Kaido zu besiegen und das Poneglyph zu bekommen, fehlschlägt. Aber Carrot letztendlich irgendwie an eine Kopie des Poneglyphs herankommt. Carrot zeigt den Zoan Teufelsfruchtnutzern, was ein echtes Tier so alles anstellen kann. Möglicherweise könnte am Ende die Belohnung sein für Carrot, dass sie als Strohhutmitglied aufgenommen wird. Oder vom Kozuki-Clan Rest, den es noch gibt, für immer in ein Poneglyph eingraviert wird, zusammen mit Ruffy und den anderen. Denn wer weiß, vielleicht ist das Wissen über das Beschreiben der Poneglyphe nicht ganz verloren. Vielleicht steht es auf einem Poneglyph. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, Daumen nach oben, Abonnement da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Und jetzt ist es schon mittlerweile 7 Uhr morgens und ich war die ganze Nacht wach und habe diese Videos gemacht. Für die ganze Woche, weil ich ja nicht da bin. Haut rein.